Overath Köln, sein Clubkamerad Thielen und wieder Schulz. Aber das ist jetzt Masopust. 59 Länderspiele für die CSSR. Den Vize... Meine Damen und Herren, ein... Die Ecke wird getreten durch Rechtsaußen. Rechtsaußen Pospischal, das ist Masny. In der Läuferreihe wird es 3 Leute geben und 3 in der Abwehr. Verhinderten. Herrlicher Querpass zum Masopust. Ein wundervolles Tor. Geschossen hat es der Rechtsaußen Pospischal nach der wunderbaren Querpasskombination, die zu Masopust kam, dann Masopust nach innen, kurz angetickt durch den Mittelstürmer mit dem Kopf und jetzt steht es. Kine ist immer noch etwas wert, Masopust ist 33 Jahre alt, da ist er wieder am Ball und es war zu 50% sein Tor, auch wenn es Pospischal geschossen hat. Pott, Schulz, Soltermann, sehr aktiv. Masopust. Aber dann war es passiert. Masopust, Geiger, immer noch Thielen. Das muss einen Freistoß geben. Sein zweites Länderspiel. Und jetzt Overath. Aber man muss nach vorn spielen, nicht in die Breite, meine Herren. Masopust. Pospichs. Ein missglücktes Dribbling. Masopust macht's besser. Und? Und Tor. Beifall und Pfiffe für dieses Tor, kurz vor dem Halbzeitpfiff. Ja. Geletta, einer der Jungen, 20 Jahre. Masopust, überall ist er. Masopust. Quasnak, Masopust, Pobloin, Masopust, Quasnak, Overath. Masopust, überall. Anstoß zur zweiten Halbzeit. Wird sie die Mannschaft hat, Solz heraus, Weber, Libuda, Seder. Ist ja nicht leicht, wenn man in die Mannschaft hineinkommt, sich dann gleich zurechtzufinden. Weber gewonnen. Eigentlich wäre heute demzufolge ein Sieg an der Reihe, aber es sieht nicht so. Man hatte sich sehr viel davon versprochen, dass der erste FC Köln 5 Spieler in dieser Elf hier aufbietet, damit das Rückgrat bildet. Und Farian hat den Ball auch nicht halten können. Das konnte 4-1 heißen. Libuda. Lala. Vorsprung ist nicht viel. Masopust, der Spielmacher, immer zentimetergenau seine Pässe. Bitte, wieder gut.
Bravo, Schreuf. Glänzend gemacht. Overath vielleicht ein bisschen abseits verdächtig. Das Spiel mit Anteilnahme verfolgen, denn Deutschland und die Tschechoslowakei sind ja gefürchtete Gegner der österreichischen Nationalmannschaft seit jeher. Masopust, Geletta, auch eben wieder. Von der Mittellinie bis zum Strafraum war alles in Ordnung, war alles schön, aber dann fehlte die Idee und dann fehlte der Schuss. Geiger, Overath und 4 Minuten wäre alles in Ordnung gewesen. Der Tschechoslowakei.